Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Titan 3 und heute ist auch der Bram wieder mit dabei. Aloha. Hallo. Hallo. Ich habe direkt eine geile Taktik für dich gelesen, wobei ich gar nicht weiß, ob das geht, weil ich gar nicht weiß, ob diese Art von Potions im Spiel integriert ist, aber einer schrieb, unsichtbar Potions machen und dann abstauben. Ja, weil ich glaube dann... Oh nein, Any Art ist connected. Direkt, als ich drauf war. Meinst du, dann würde ich snipen? Ich habe erstmal hinter mir zugemacht. Und buddelt mich weg. Kann der wissen, wo du bist? Ja, von der Folge her, ja. Ja, das ist ein Schlawiner. Wenn ich jetzt vor ihm wegkomme, ja, dann nehme ich jetzt 3 Folgen auf, dann kann er es nicht mehr wissen. So sieht es nämlich aus. Jetzt oder nie, Any Art. Ah, voll geil, ey. Bin richtig gespannt. Also, der erste Tipp, den wir hatten, war, ich lese nebenbei ein paar Kommentare, ist halt, habe ich auch gerade schon gesagt, wie der Alu einfach ein Iron Furnace hat, ja. Also, benutzt den auch, baut er nicht immer wieder neue. Ja, aber der Iron Furnace, der war mir zu viel wert. Da habe ich lieber einen aus Stein gebaut. Finde ich jetzt nicht so verwerflich dran, ja. Aber, ja, nee, den Iron Furnace hätte ich benutzen können. Oder halt den Dia Furnace. Kannst du mal gucken, ob in den Kommentaren steht, ob mir einer gesagt hat, ob der Dia-Ofen auch Fleisch verdoppelt? So eine Frage, aber das könntest du mal ausprobieren. Ich wollte, ja, aber ich hatte es halt schon gefragt, also ohne, vielleicht hätte es ja einer gewusst, spontan. Wow, ich sehe gerade, du hast einen Trollkommentar geschrieben bei uns. Nein. Sorry Leute, dass das hier aus meiner Sicht ist, aber die von Bomben wäre sicher voll langweilig. Erstmal Dalukat, Nutzer vom Kanal okay. Ausblenden, so dass ich die ganze Zeit schreiben kann, aber keiner liest. Sad. Oh Gott, Pizzit versus Team Monte. Ja. Ich habe echt Angst, dass Any Art da ist. Kannst du mir mal im Skype schreiben, dass er das nicht machen soll? Ja, ich schreibe ihm das mal ganz kurz. Wie wär's mit Nein, einfach nur. So, was haben wir denn noch hier? Wir fahren erstmal Titanausrüstung, schreiben ganz viele. Oh, ich muss jetzt raus aus dem Sneaken. Dann kommt er bestimmt. Ja, ihr solltet euch Team Shrimps vornehmen. Die sind nicht so stark, haben sich ein Haus gebaut. Okay. Ja, Team Shrimps, die machen hier einfach freundlich. Ich könnte da hingehen und das Haus abbrennen und dann so eine Drohung hinschreiben. ihr seid die Nächsten. Wird nicht irgendwann die Map auch kleiner? Weil ich buddel mich nämlich vor Angst ja, gerade nur in eine Richtung. Ja, aber erst nächste Woche. Wobei, nee, sobald eine gewisse Anzahl von Leuten raus ist, ne? Aber ganz ehrlich, das Regelwerk ist ja da so oder so nicht ganz. Der ist echt Team Monte gerade. Ich weiß gar nicht, wie die Teams sind. So. Ich hätte mir ein bisschen Cleanstone machen sollen. Wer ist Team Monte? Das weiß ich auch nicht. Hat das vielleicht gar nichts mit Minecraft zu tun, sondern ist auf Mario Kart bezogen? Er ist bei mir! Ich muss kämpfen! Hey, Dalu. Oh Gott. Ach, shit! Das war so knapp! Ich glaube zumindest. Du bist raus? Ja, er hatte Titan-Rüstung und ich glaube ein Titan-Schwert. Aber ich habe ihn öfter getroffen als er mich. Ich glaube, ich habe ihn 8-9 Mal gehittet. Scheiße, das ging jetzt mega schnell. Es war so klar, dass er das vorhat. Also als er direkt connected ist, ich hätte ein bisschen Cleanstone haben müssen. Ah, gut. Also aus Zeit raus, alles klar. Ja, dann lesen wir auch keine Kommentare mehr vor. Ja, ja. So scheiß machen wir jetzt nicht. Nö, dann verbreche ich das Haus halt nicht. Ich wollte Team Shrimps grillen. Scheiße. Ich will wissen, wie viel er noch hatte. Das wird er mir jetzt nicht in die Gruppe schreiben. Muss ich ihn gleich mal fragen. Was machen wir jetzt? Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Reden. Ja, gucken wir mal, was haben wir denn sonst noch? Die erste Zusatzfolge, die zweite Zusatzfolge geht leider erst heute online, oder? Ja, trotzdem war ein geiles Projekt mit dir, das definitiv. Ich freue mich auf Varo. Spaß auf jeden Fall. Wir waren länger drin als letztes Mal, glaube ich, oder? Oder? Wie viel Titan 2 Folgen haben wir? Ne, ich habe genauso viele Titan 2 Folgen. Ne, schon eine weniger. Ich habe 7 Titan 2 Folgen durchgehalten. Ich habe so aber 8 Titan 2,
Also 8 in Staffel 2 und 7 in Staffel 3. Moment, mit meinen? Ne, mit deinen sind es jetzt... Ja, siehste, haben wir eben länger durchgehalten. Steigerung. Easy going, ja. Schade. Oh, war so klar, dieser Indie Art. Ich hätte doch Cleanstone machen sollen. Das hätte ich schon in der letzten Folge. Um halt mir hinter mir den Arsch wegzubauen. Und dann einfach so... Ja, so ein paar Fake-Gänge, weißt du, und mich dann irgendwo zur Seite stellen. Das hätte schon geklappt. Ich bin ja auch zur Seite gegangen, aber ich habe halt mit Schreins Cobblestone zugemacht, weil ich nichts hatte. Mit Erde zubauen müssen. Mit Diamantblöcken, um ihn abzulenken auf die andere Seite. So. Team Keule, ey. Gut, macht mal nichts, ist halt so wie das, wa? Ich hätte Dardosch noch killen sollen, einfach nur so. Ich bin nicht enttäuscht. Ich hab gehört, es wird ein neues Projekt geben, oder? Was für eins? Ein Minecraft-Projekt. Ich glaube, wir haben doch mal die Chance, oder? Ja, sicher. Also, ja, aber dann Varo geben wird, steht doch fest. Oder spielst du auch was anderes an? Ja, nee, Varo für Varo. Ach so, nee, wir können ja sagen, dass Varo ist. Ja, Varo, dass wir beide dabei sind, wissen die, glaube ich, schon. Aber ob wir ein Team sind, wusste noch keiner. Ach so, ja, das weiß ja immer noch keiner. Das hat nicht auch so confirmed jetzt. Das schneide ich auch raus. Ich mach so einen Cut, so ein Lag. Ja, und so war das ganze Gespräch, was wir gerade haben. Und dann schneidest du aus so einen Satz, der dir gefällt einfach ja, so. Aus einzelnen Worten. Dann bist du auf einmal jetzt in Team Schrimps. Auf jeden Fall. Ne? Ja, Varo wird aber, da können wir wenigstens auf Standardsachen fokussieren und nicht auf Titan und sowas. Da gibt's ja nur Dia. Was ihr aber gerne machen dürft, ist bei mir und Dalu unter die letzte Folge Titan und unter die letzte Folge Varo, je nachdem, was ihr schneller findet, mal alle Tipps drunter schreiben, auf die ihr noch so kommt, was man besser machen könnte für eine eventuelle nächste Staffel und dann, damit wir dann gucken können, mit wem wir dann noch teamen werden. Ja, ohne Scheiß. Also das wäre, also überhaupt so, was machen denn die Leute, die richtig gut sind, direkt am Anfang? Ja, ich glaube, die meisten machen sich halt nur ein normales Titan-Schwert, weil sie da leichter Sharpness drauf bekommen. Ich glaube, das hätten wir machen können. Und wir hatten halt keine Fallschirme. Also es war von Anfang an zum Tode verurteilt. Auf jeden Fall, weil die haben wir ständig benutzt. Die haben wir benutzt, ja. Ich meine, du hast sie nicht benutzt, aber sonst hätten wir sie benutzt. Genau, sonst wärst du nämlich unten in der Höhle einfach irgendwo runtergesprungen. Ja, da hätte ich so ein Lavabecken vorbereitet, wo ich drüber mit dem Fallschirm drüber geflogen wäre. Und dann wäre ich mir gar nicht hinterhergekommen. Das wäre echt voll nass gewesen. So ein Rückzugsort. Das wäre cool gewesen. Ja, egal. Annie hat es halt ein Pro, muss man leider auch mal sagen. Der war ein Bobo, ey. Der hat voll kassiert von mir. Anzahl der Schläge. Wenn es nach Punkten gegangen wäre, hätte ich gewonnen. Spielbonus. Weißt du, wie das läuft? Ja, aber er hat mich halt ausgenockt. Also eigentlich ziemlich unsportlich. Wenn die Kampfrichter vorher abgepfiffen, hätten wir ja raus. Ja, und die Legs. Ich hab's ja gesehen. Ja. Er hat auch Warlock, glaube ich. Also wie heißt das? X-Ray. Hat meine Dia-Picke durch die Wand gesehen. Ja, die im Inventar hat er. Ich hätte noch alles schnell in Safe-Inventory tun müssen, was wert hat. Ja, aber das ist egal. Aber jetzt, ich finde es jetzt schade, dass er das nicht bekommt. Also, was wir alles im Safe-Inventory hatten, weißt du? Ach so, ja. Das halt ein bisschen, so, wenn ein Team ausscheidet, hätte das doch wenigstens droppen können, weißt du, was ich meine? Das hätte wirklich dann droppen können. Wobei, auf der anderen Seite ist er wahrscheinlich froh, einfach nur seinen Teampartner wiederbeleben zu können. Ja, oder halt... Ja, trotzdem, es wäre 15 Titan-Barren gewesen. Er hat ja selbst, glaube ich, nicht voll Titan an. Also, hätte ihn ja auch weitergebracht noch. Aber kann er seinen Teampartner mit dem einen Kill jetzt wiederbeleben? Hat er schon einen? Das weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall näher dran. Ich DDoS den jetzt. Ja, Mensch. Machst du nix. War auf jeden Fall ein ziemlich geiles Projekt, Dalu. Das hat wieder Spaß gemacht, ja, auf jeden Fall. Also, es macht auch Laune. Wir müssen nur noch besser werden. Ja. Also, mal ganz ehrlich, wir beide spielen ja nie die normalen Minecraft-PvP-Modi. Ja, wer spielt das denn auch? Weiß ich auch nicht. Diese Sky Wars.
Na, Minecraft PvP ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Also es gibt zumindest so viele Spielmodi. Das ist halt schon eine geile Sache eigentlich. Aber es geht ja, glaube ich, nur, nicht nur ums PvP, sondern auch das frühzeitige und richtige Verzaubern, Tränke nutzen, Goldapfel, Lava-Eimer, Wassereimer, so all den ganzen Scheiß, Feuerzeug. Es gibt ja super viele Sachen, mit denen du kämpfen kannst. Spinnweben. Das fehlt uns alles. Und der Skill, das in der richtigen Sekunde einzusetzen. Ah, Quatsch, der fehlt nicht. Wir hatten nur die Items nicht. Achso, hast du. Ich hatte keine Tränke und Goldäpfel, sonst hätte ich das natürlich gemacht. Hm, mit dem Goldäpfel vielleicht wirklich. Du doch natürlich auch. Ja, easy. Ja, eben. Also, ja, steht außer Frage. Also, muss man wir haben extra ein Enchantment Table zusammengefahren, gefarmt, um ihn nicht zu benutzen. Ja, stimmt. Scheiße. Ich habe 30 Level und 100 Lapis. Lass uns den nicht bauen. Das haben wir echt gemacht, was? Ja, wir haben extra drauf geachtet, dass wir uns den bauen können. Scheiße. Jetzt, boah, scheiße, jetzt fühle ich mich ein bisschen dumm. Jetzt, wo du dazu gesagt hast, so, shit. Wir hätten sogar Gold gehabt, aber wir haben keinen Apfel gehabt, also da kann man uns keinen Vorwurf machen. Boah, fuck, Alter, das stimmt wirklich, wenn du den scheiß Table nicht benutzt. Krass. Ja. Naja, ist das halt so. Machst du nicht. Da machst du nix. Ah. Ich fand's auf jeden Fall geil. Ich freue mich auf weitere folgende Projekte mit dir. Ansonsten, Zuschauer, die bei uns gesehen haben, könnt gerne mal bei Dadu vorbeigucken. Der macht auf jeden anderen geilen Scheiß. Könnte mal ein Like bei dem da lassen. Der hat so wenig. Ja, ich sammle so die immer. Aber das habe ich ja schon bei Secret Hitler gesehen. Die Likes sammeln und später wieder aufteilen. Ja. Wenn ihr der schlechteste TTT-Spieler Abos bringen. Das war krass, wie viele Aufrufe. Du machst mit vergleichsweise wenig Abonnenten in Relation. Jetzt kriegen wir noch krass gedisst, nachdem ich ausgeschieden bin vom Team Keule. Ja. Ja, wenn du den Summit-Term immer gebaut hättest, ja. Aber ne, hast du natürlich nicht gemacht. Ich hab den Safe-Inventory getan. Nein, ich hab ihn gar nicht gebaut. Scheiße. Ah, der hat hier Video gesniped, da hat er extra hergeguckt, hat gewusst, dass ich keine Folge mehr auf Vorrat habe. Allein das ist ja schon mega Fail gewesen von uns. Das stimmt. Wir waren ja immer so, dass unsere letzte Folge um 15 Uhr kam und wir dann um 18 Uhr aufgenommen haben, was eigentlich das Dümmste ist, was du tun kannst. Ja, ja, wobei auf der einen Seite muss man das sagen, also ja, wir sind es auf der einen Seite, aber der Kampf, durch den wir ausgeschieden sind, lag ja nicht da dran. Ja, nein, aber ich jetzt. Ja, okay. Also er wird sich wahrscheinlich in seiner letzten Folge da ausgelockt haben, ungefähr, wo ich gestanden habe. Und hat mich dann besucht. Machst du nix. Machst du nix, ist okay, war ein geiles Projekt. Jetzt spielen nur noch Noobs mit, jetzt braucht ihr Titan nicht mehr gucken. Ah, schade. Aber dauert ja gar nicht lange, bis wir das nächste gemeinsame Projekt haben. Na, das war ja auch nur, das war hier nur Vorbereitung. Obwohl ich Team Schrimms gerne noch wenigstens das Haus abgebaut hätte. Oder umgebaut. So, einfach das Haus ein, weg. Und dann so ein Schild. So, you know. Na gut. Fuck, fuck. Was machen wir jetzt noch? Hast du noch für eine Minute einen Kommentar? Für eine Minute habe ich noch einen Kommentar. Boah, ich habe bestimmt. Boah, bestimmt, pass auf. Und zwar, ich habe tatsächlich noch keine Kommentare vorgelesen aus der Folge, in der ich gestorben bin. Oh, jetzt kommt's. Jetzt wird's so. Moment, gehen wir mal kurz runter. Da steht doch nur Kacke drin. Top Comments. Also für uns. Bram, die PvP-Maschine. GG, Jungs. Boah, das kann ich nicht vorlesen. Mission failed. Boah, nee. Und der, nein. 3 Stack-Kohle sind eindeutig zu wenig. Was stand da? 3 Stack-Kohle? Ja, wir hatten wohl 3 Stack-Kohle. Nice. Ohne Verzauberung, Goldäpfel und vielen Fallen draufzugeben. Ist nur bei Pizmeet, alles klar. Ihr wart gut dabei, bis Brams Call es zerstört hat.
Hat nur noch gefühlt, dass der Call asynchron ist. Die Folge nach ist auch gut, weil ich ja nichts zu essen hatte und überall stehen Pilze rum. Stehen auch, glaube ich, 2 Millionen mal in den Kommentaren. Ja, warum der die scheiß Pilze nicht genommen hat, ja. Ich weiß doch nicht, wie man eine Suppe craftet. Ich dachte, dafür musst du mit so einer Schüssel an so eine Pilzkuh gehen. Das geht nämlich auch. Und ich dachte, das geht nur so. Ein Titanenbarren oder ein Titanbarren? Oh, ein geiler Kommentar. Ich dachte mir so, als Bram abweckt, ob sie kämpfen sollen oder nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Er hat absolut keine Chance. Er hätte verzaubern können. Ja, das wissen wir jetzt auch. Wir haben uns vorbereitet. Kein Wunder bei Field of View von 5. Ja, komm mal her, ja, weißt du, ganz ehrlich, das war nicht der Grund, warum ich gestorben bin, ey. Du stellst dein Field of View ja, glaube ich, immer noch um 10 runter, wenn du neu einstellst. Ich mach gar nichts. Ja, ich weiß, Mann, ich weiß. Ich hatte ein bisschen hochgestellt. Ja. No risk, no fun. Ich hab nicht mal verzaubert. Ja, jetzt kommt so das Übliche. Du bist ausgeschieden. Dein Team ist nun letztendlich ausgeschieden. Da, du packt das. Nein. Da ist nur Übung gewesen. Für das große Match. Ja, na, machst du nix. Aber egal, ich hatte viel Spaß und das ist das Wichtigste bei dem Projekt. Hat wieder Laune gemacht, war mal wieder schön auf Minecraft zu spielen. Hatte ich ja lange nicht mehr gemacht. Jetzt können wir uns wieder anderen Spielen widmen. Ja, geilen Spielen. nee, das nicht. Aber es kommt ja viel raus jetzt. Ja, auf jeden Fall. Und also, da werden wir ziemlich sicher auch einige Projekte von wieder zusammen machen. Bist du eigentlich am Dienstag mit dabei? Was? Bei unserem Livestream bei Battlefield. Ihr macht Dienstag nochmal ein? Ja, aber Dienstag wird das offiziell released. Und da sind wir mit. Was? Ach, für euch, ja. Und für uns? Ist so. Ich kann am 19. spielen. Oh, holla. Ja. Alles klar. Ich hab gar nicht gefragt, Arno. Alles cool. Wir spielen ja, Dienstag auch einfach Battles. Das ist cool. Ist cool. Für Beatsmeet wird das einen Tag früher released, Leute, ja? Also lasst euch da nichts erzählen. Für euch erst am 19. Genau wie für die normalen anderen YouTuber mit wenig Abonnenten auch. Ja, okay, wir haben mit, ich gebe jetzt zu, wir unterhalten uns mal mit Dyson, die haben gesagt, komm, für Pizza machen wir die Server schon mal on. Haben die extra Bots programmiert. Damit wir auch mal eine Chance haben. So, jetzt denken die alle, warum ist die Folge so lang? Das ist ja, die sind doch trotzdem gestorben und labern doch. Ja gut, dann sollten wir vielleicht abbrechen. Leute, wie gesagt, schaut euch das aus Brams Sicht an und dann sehen wir uns nicht beim nächsten Mal wieder. Fick dich! Tschüss! Fuck you, ciao!